Mir ist gerade ein Zitat begegnet, in welchem so viel Wahrheit liegt und das bis heute bei so vielen Menschen dafür sorgt, nicht im Leben voranzukommen, also nicht da anzukommen, wo man wirklich hin möchte. Trotzdem man das Gefühl hat, in meinem Leben muss mehr möglich sein als das, was ich gerade lebe. Und das Zitat lautet: Im Leben lernt der Mensch zuerst zu gehen und zu sprechen. Und später lernt er dann, still zu sitzen und den Mund zu halten. Da steckt so, so vieles drin. Und es geht jetzt nicht darum, irgendetwas zu bewerten und zu beurteilen aus früheren Leben, aus der Kinderstube, aus der Schulzeit oder woher auch immer, sondern ich würde dich einfach mal gern dazu einladen, zu erkennen, wie viel mehr Potenzial, Einzigartigkeit, Gaben und Stärken in dir verborgen sind, als du es dir bis eben eingestehst. Stell dir mal vor, wir können jetzt so auf Fingerschnipp, einschließlich mir selbst, all die Prägungen und Muster und Schleier mal lüften, die irgendwann mal über uns gestülpt wurden, wo wir angefangen haben zu glauben, das Leben ist halt so. Ich muss halt auf die Zähne beißen und durch. Das Leben ist eine harte Schule. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist kein Ponyhof. Ich muss ganz viel machen, um viel Geld zu verdienen. Was auch immer da. Ja? Oder es ist halt so, gerade so ja, ich sage jetzt mal, im fortgeschrittenen Alter, ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her, wo ich mich so auf die 50 zubewegt habe und aus meinem Umfeld mir der ein oder andere gesagt hat, wenn du erst mal 50 bist, dann ist dieses Zipperlein, dann kommt das und dies und jenes und das. Und ich habe immer gedacht, nein, will ich nicht aufnehmen, will ich nicht glauben. Ja, also diese ganzen Dinge, diese interessanten Ansichten und gut gemeinten Ratschläge, die wir auch vom Außen aufgenommen haben, bis wir dann irgendwann angefangen haben, das zu glauben. Stell dir mal vor, es wäre immer darum gegangen, dass du dich in deiner eigenen Persönlichkeit entwickeln kannst. Stell dir mal vor, man hätte dir immer gesagt in der Kinderstube, wie einzigartig und großartig du bist. Stell dir mal vor, man hätte uns immer erzählt, dass es im Leben um eines geht, dem Herzen zu folgen, den Plan der eigenen Seele wirklich zu entdecken, also den wahren Grund des Daseins hier. Und stell dir mal vor, es wäre wirklich immer nur darum gegangen, deine eigene Persönlichkeit zu entfalten und zu entwickeln. Dann würdest du jetzt vermutlich hier nicht meinen Worten lauschen und dann wäre es bei mir vor vielen Jahren auch nicht so gewesen, dass ich genau wie du jetzt vermutlich auf der Suche nach dem wahren Sinn deines Lebens bist und dich fragst, ja, wie komme ich raus aus der Gelebtwerden-Falle? Wie höre ich endlich mal auf der Stelle zu treten? Auch wenn mal Lichtblicke da sind und ich mal vorangehe, aber immer wieder kommt so das Gefühl auf, dass so unsichtbare Gummibänder da sind, die mich zurückholen. Wie komme ich da endlich raus? Und wie beginne ich auch mal wirklich an mich selbst zu glauben und mal auch wieder Vertrauen ins Leben zu entwickeln? Wenn man uns das alles beigebracht hätte, wie würde dann das Leben ausschauen? Und ich würde dich gern dazu ermutigen, dir mehr die Frage zu stellen, wie du jetzt da rauskommst aus der Gelebtwerden-Falle und auch mal viel mehr die Aufmerksamkeit auf deine Einzigartigkeit zu richten. Statt dir die Geschichte, vielleicht auch bis eben, die du dir erzählt hast, ich kann das jetzt nicht machen, weil das geht jetzt nicht, weil jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, oder auch noch zu denken, ich muss erst noch eine Ausbildung machen, um zu. Das sind alles so Dinge, wo wir uns selbst daran hindern,
wirklich unsere eigene Botschaft mit der Welt da draußen zu teilen. Du bist doch mal hierher gekommen, um zu leben. Du bist doch mal hierher gekommen, um Großartiges entstehen zu lassen. Das ist doch auch der Grund, warum du bis eben immer noch das Gefühl hast, es muss in deinem Leben mehr für dich möglich sein als das, was du gerade lebst. Und da sind wir wieder bei dem Zitat, wenn wir nicht gelernt hätten, still zu sitzen und den Mund zu halten, in welchem Bereich das auch immer auf uns zutrifft, dann würden wir oder hätten wir erst gar nicht angefangen, unser Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen, um es mal so auszudrücken. Mit anderen Worten, wie sehr stellst du bis eben auch noch dein Licht unter den Scheffel von anderen und glaubst, das geht jetzt nicht, weil, was auch immer das weil ist? Ich würde dich gern dazu ermutigen, mal deine eigene Größe anzuerkennen. Du bist einzigartig, du trägst ein einzigartiges Potenzial in dir. Und auch du bist hierher gekommen mit deinen eigenen Ideen, was du jetzt in dieser wunderschönen Welt zum jetzigen Zeitpunkt hier bewirken wolltest, mit der Welt da draußen teilen wolltest. Du gehörst einfach zu den 10% der Menschen, die anders sind als die Masse. Du möchtest hinter die Kulissen blicken. Du möchtest einfach dein eigenes Ding machen. Du möchtest aufhören zu funktionieren und wirklich mal das Gefühl haben, jetzt bin ich mal ganz bei mir selbst angekommen. Und das kannst du auch. Deshalb Einladung an dich. Hör auf, dein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen. Beginne mehr und mehr deine Einzigartigkeit wirklich zuzulassen, zu entdecken, dein eigenes Ding zu machen. Und beginne auch mehr in der Frage zu sein, wie ist es möglich? Wie kann ich es mir jetzt ermöglichen? Was genau sind die Dinge, die mich einzigartig machen? Geh gern mal ins Brainstorming mit dir. Und wenn du das Gefühl hast, da ist es ganz hilfreich, auch mal zusätzlich ein paar Anregungen und Anleitungen zu bekommen, wie du wirklich in deine wahre Größe kommst, wie du es wirklich schaffst, jetzt freier und selbstbestimmter zu leben. Dann habe ich jetzt noch was ganz Großartiges für dich. Am 8. Februar starten wir eine Masterclass, The Big Essence to Start Your Free Life. Also die größten essentiellen Schritte, die wir auch mal gemacht haben, verbunden mit einem genauen Plan, wie wir das auch gemacht haben, die uns, also wenn ich von uns spreche, das bin ich, die Family, diese Masterclass hier, die mache ich zusammen mit unserer Tochter, mit der Madeleine. Welche Schritte wir gemacht haben, um wirklich in das freie Leben zu kommen. Ja, von dem wir ja auch mal geträumt haben und wie du das auch machen kannst. Die Masterclass findet statt am 8. Februar um 11 Uhr morgens. Es gibt aber eine Aufzeichnung. Wenn du live nicht dabei sein kannst, keine Bange, melde dich trotzdem an. Ich gebe dir den Link hier auch in der Nähe von dem Video. Und ja, wir tauchen da wirklich ein in deine wahre Größe. Du bekommst Schritte von uns anhand, die wir gemacht haben, um wirklich freier und selbstbestimmter zu leben. Brauchst du im Grunde genommen nur eins zu eins zu kopieren in Bezug auf dich, auf deine Persönlichkeit, auf deine Situation gerade. Also, melde dich an, sei dabei. Es gibt einen Specialpreis auch, findest du alles auf dem Link. Klick drauf und fühl in dich hinein und folge deinem Herzen. Und dann sehen wir uns in der Masterclass. Bis dahin, hab noch einen schönen Tag. Wir freuen uns auf dich. Ciao, ciao.